Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Und nein, meine Anmoderation in der letzten Folge. Meine Abmoderation in der letzten Folge war nicht vorgespult. Und wir werden uns jetzt erstmal um die Dampfturbinen kümmern. Wir haben noch ein paar Rohre dabei. Okay, was ich mir schon gedacht habe, ich habe nämlich Rohre hergestellt. Ich habe mich verrechnet oder habe falsch gedacht. Anstatt Rohre habe ich Zahnräder hergestellt. Und wir brauchen immer 50 Zahnräder pro Dampfturbine. Ja, komm, hol ich es mir halt hier unten wieder her. So. So. 5 Stück haben wir schon mal. Dann können wir hier jetzt mal schauen, wie viel so eine Dampfturbine hinbekommt. So, das wird jetzt hier ausgehen, das ist mir klar. Ich hole mir auch mal noch so eine hier. Zum direkten Vergleich. Heizkessel, wir haben keinen Strom mehr, oh nein. Wasser dürfte drin sein, genau. So, eine Dampfturbine kommt auf 900 kW. Wer jetzt gedacht? Also eine Dampfmaschine. Aber eine Dampfturbine kommt auf 1,8 Megawatt. Heißt, wir verdoppeln. Und das nach wie vor bei einer Temperatur. Achso, 165 Grad kommt es hin. Okay, nicht 100 Grad. Ich dachte, die Dinger kriegen nur 100 Grad hin, aber die kommen auf 165. Und wie ihr seht, jetzt meckert unser System nicht mal, dass wir Strommangel haben. Kann ich eigentlich... Naja, kann ich hier jetzt so nicht ausprobieren. Weg damit. Ein Rohr. Das Ding ran. Treibstoff rein. Kann ich zwei davon hintereinander setzen? Ja, das geht. Das heißt, wir können es vervierfachen, was wir hier gerade stehen haben. Wir kommen jetzt auf 1,8 Megawatt. Pro Turbine. Nee. 1,8 können sie abgeben. Müssten sie aber auch. Ah, okay, es funktioniert nicht. Die hier vorne kriegt nur 43,9 hin, während die hinten mit 18 läuft. Also bis... Die kommt eigentlich gar nicht zum Zug. So, und bevor hier jetzt irgendeine Katastrophe passiert... werde ich hier mal ganz schnell wieder... das machen. So.
So, wir kriegen aktuell eine maximale Produktion von 23,0 hin. Wie ist das eigentlich, wenn ich... Muss kurz warten, bis die alle leer laufen. Geht relativ schnell. So, jetzt sind es leer. Die laufen auf Hochtouren. Wie ist das, wenn ich jetzt so eine hier hinsetze? Kommt die? Genau, die läuft voll, aber die kriegt nichts mehr. Das heißt, ich kann hier vorne die... Warum geht denn das nicht? Kann ich eigentlich auch sagen, du sollst von... Mal ausprobieren. Von kleiner Strommast. Also kann ich nur das. So, und damit habe ich erstmal keine Dampfturbinen mehr mit. Aber wir sind von 23 auf 49 hoch. Und das Schöne ist, die Dampfturbinen, die wir hier jetzt abgebaut haben, die 5, können wir theoretisch hier oben wieder ransetzen, da in die hintere Reihe. Und das ist nur Wasserdampf. Wir brauchen dafür noch keine Kernenergie. Das, meine Lieben, ist technischer Fortschritt. Das Problem ist, wir pumpen auch mehr Abgase in die Luft. Ja, es kommt hier nicht viel an. Wir brauchen eine Schmelze. So, damit kann ich noch mal eine Dampfturbine aufstellen. Und für diejenigen unter euch, die es eventuell vergessen haben, was ich jetzt keinem vorwerfen will, dass er doof ist oder sowas. Wir machen das hier, die Dampfturbinen, damit wir unsere Lichtbogenöfen anschließen können. Denn mit jedem Lichtbogenofen verbrauchen wir 186 kW mehr. Mindestens 6 kW verbrauchen wir pro mehr. Deswegen erhöhen wir hier die Leistung und... Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ah ne, das ist die Leistungsabgabe. Genau, das geht ja jetzt runter, weil wir immer mehr produzieren. Jetzt sind wir schon bei 54 von 46. Das sollte so erstmal laufen. Kupfer ist eigentlich noch voll hier. Naja, vielleicht nicht randvoll. So, hier, damit ihr seht, 494 würden wir hier jetzt rauskriegen. Brauche ich hier aber jetzt einen zweiten noch hin. Sagen die. So würde ich hier schon auf fast 1000 kommen, wenn nicht sogar 1000. Nee, nicht 1000. Aber schon dichter ran, weil sie sich halt überlagern. So, das wäre das. Jetzt brauchen wir die Schmelze.
Für die bräuchten wir Klippensprengstoff. Der ist hiermit. Ja, die bauen halt jetzt überall Haltestellen mit hin. Weil wir noch welche im Inventar haben. Komm zu mir, mein Lieber. Oh. Gut, das sind halt jetzt 1600 Sprengstoff. Ah, viel Kohle. Ja, halt eine Holzkiste dahin. Was packen wir da rein? Alles, was ich wegschmeißen kann. Kupferkabel, ein Schaltkreis, 5 Schwefel. Obwohl, die 5 Schwefel behalte ich mal. Die kann ich hier bestimmt irgendwo, genau. Einfach reinlegen. Was kann noch weg? Blaupausen kann ich eigentlich mal löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir stehen. Das kann ich auch rausschmeißen. Das Ding kann raus. Die kann da mal mit rein. Damit kann ich das Buch löschen. Und kann mir jetzt das neue mit den dreien nehmen. So. Das hier war nur zum Bau von der Haltestelle. Die hier habe ich eigentlich. Ich packe die mal wieder mit zu meinen Blaupausen rein. Die hier ist noch von vor ein paar Folgen. Die brauchen wir ja auch nicht. So, haben wir schon mal wieder mehr Platz. Jetzt haben wir 5 Klippen Sprengstoff. Dann können wir ja schon mal hochgehen und machen unsere Schmelze fertig. Ja, da setzt er gleich wieder eine Haltestelle. Was nicht schlimm ist. Ich brauche sie ja nicht anfahren. Kohle kommt hier oben her. So. Und ich glaube, damit ist auch bewiesen, Klippensprengstoff kann mir selber nichts anhaben. Ich probiere es nochmal, genau auf mich drauf. Ja. Ich kriege keinen Schaden durch Klippensprengstoff. So, du wirst nicht Impa. Nicht die Weise von aus der Zelda-Reihe. Schmelzeingang. Wir werden auch ein paar von den Lagerhäusern hier brauchen. Greifarm erstmal ran. Brauche ich noch ein paar mittlere Strommästen. So.
So, wie mache ich das? Ich müsste zwei Ausgänge bauen. Ja. Ich muss erstmal zwei Ausgänge bauen, wo dann... aufgeteilt wird in Kupfer und Eisen. Weil ich mag es nicht, bei Eisen und Kupfer zwei verschiedene Schmelzen zu bauen, weil diese nicht volllaufen können. Volllaufen bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ich Stein hier hinbringe, noch ein Stein übrig ist. Dieser wird in einen Schmelzofen gelegt, obwohl halt zwei benötigt werden würden, um einen Ziegelstein herzustellen. Somit ist dieser Schmelzofen so lange blockiert, wenn nur noch Eisen und Kupfer ankommen würde, bis wieder ein Stein hineingelegt wird. Und somit könnte es passieren, dass, rein von der Theorie her, alle Schmelzöfen nur einen Stein drin liegen haben und somit die gesamte Schmelze steht. Weil halt der Zug, der Eisen, Kupfer und Steine holt, nur Eisen und Kupfer drin hat, die aber nicht los wird, weil in jeder Schmelze nur noch Stein liegt. Da. Nein. Das dahin. Du bekommst auf jeden Fall... Ah, jetzt sieht man auch, wie oft es diese Haltestelle gibt. So. Wartebedingungen. Sagen wir mal Inaktivität 5 Sekunden. Das können wir bei allen Zügen eigentlich dann einstellen. Dass sie eine Sekunde inaktiv sein sollen. Das würde dann bedeuten, dass die hier so lange stehen, bis sie halt wirklich wieder voll sind. Lochem oder... Nee, Joch... Jochem Blondie 285. Tabaxi Andrew Zich. Stefan Bosch. Wie heißt die? Bobbing About. Aha. What are you thinking about? Wer es kennt. So, aus dem können wir dann rausnehmen. Ich baue jetzt einfach mal einen Lichtbogenofen hier hin. Dafür habe ich jetzt keinen mehr, oder wie? Naja. Und wehe, die setzen den jetzt da drüben hin. Dürfte aber nicht. Nee, kommen sie nicht hin. Und natürlich reicht das hier unten nicht hin. Halt, ich habe doch extra zwei gemacht. Ja, komm hier. Da. Da. Dann kann ich hier nämlich wieder schön... zwar nur mit einem kleinen reinpacken, aber mit einem schnellen rauslegen. So, arbeiten wir mal vermehrt mit den mittleren jetzt. Mit denen kann man auch so eine Haltestelle hier schön ein links, ein rechts und man kann einen kompletten Anhänger entleeren. Passt doch. Hat das. So, und jetzt hat das ja auch Strom. Dadurch, dass wir jetzt hier Stahl produzieren, permanent,
wo schon wieder 100 da sind, können wir eigentlich auch immer mit den mittleren und den großen arbeiten. Damit durch brauchen wir jetzt die kleinen nicht mehr. So, steht ja jetzt einfach daneben. Machen wir noch ein paar Lämpchen. So, der Zug würde jetzt eigentlich zu einem Abbauort fahren. In unserem Falle Eisen oder Kupfer. Würde das hier einlagern und dann... Ich weiß gar nicht, kann ich hier mit einem unterirdischen... Naja, das geht sogar. Sehr schön. Können wir noch einen Schmelzofen machen? Nein. Schade. Weil dann würde ich sagen, egal was der nimmt... Komm, ich brauche die Greifarme. Du nimmst definitiv nur Eisenplatten. Und der andere nimmt definitiv nur Kupferplatten. Ja, jetzt haben wir natürlich keine Förderbänder mehr. Hatten wir die hier nicht auch irgendwo in der Produktion? Genau hier. Stahlkiste voll, 4800 Förderbänder. So wie es sich gehört. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die Zeit drüber. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.